Willkommen bei TLB Industries. Ich möchte euch im heutigen Video meinen neuesten Schüttgutbunker mit zugehörigen Vertikalförderer zeigen. Ich hole ihn mal gerade vollständig ins Bild, dass wir das gute Stück mal sehen. Seht, das ist schon ein ganz schöner Oschi geworden. Besteht hier im Hauptteil aus einem 200er Abwasserrohr und dem hier seitlich angeordneten Vertikalförderer. Ihr seht, die Elektrik, die ist noch ein bisschen chaotisch. Ich nehme ihn jetzt erstmal auseinander, dass wir uns ihn im Einzelnen angucken können, weil der Vertikalförderer ist hier nur eingehängt. Ich lege ihn mal hier im Vordergrund ab, dass er nicht stört. So. Und dann gucken wir uns jetzt den Schüttgutbunker an. Ich schalte dazu mal auf meine Handkamera um. Wir haben nämlich hier, ich glaube, der Markenname ist Extromat. Das heißt, man sieht hier unten ein großes Zahnrad, das von diesen zwei Getriebemotoren angetrieben wird. Und das Zahnrad hat einen Durchtrieb. Nach innen, na, kann man, ja. Nach innen hinein, und ihr seht hier weiß dieses umlaufende Messer. Dieses Messer schaufelt das Schüttgut dann nachher in die zentrale Achse, sodass es dann nach unten herausfallen kann. Ich habe euch mal hier ein paar Teilkomponenten mitgebracht, dass man sich das Ganze so ein bisschen vorstellen kann. Das ist hier dieses zentrale Zahnrad, das dann so in der Bodenplatte sitzt, über das Kugellager geführt wird und angetrieben wird über diese zwei Ritzel, kommt alles aus dem 3D-Drucker, gedruckt in PLA und hält sehr gut, ne? Also die Ritzel haben einfach eine Abflachung, da schleife ich dann die Abflachung an der Motorwelle ein bisschen größer und presst es drauf, und bisher hat es sehr, sehr gut gehalten. Okay, dann schauen wir jetzt uns mal den Punkter weg, den Vertikalförderer an, das gute Stück erstmal in der Totale. Der hat auch eine ganz ordentliche Größe. Ihr seht, das zentrale Tragelement ist ein Aluminium-Vierkantrohr. Alle schwarzen Teile kommen aus dem 3D-Drucker. Ne, die Fördertaschen sind alle einzeln gedruckt und dann mit 2 mm Stahldraht als Bolzen miteinander verbunden, der einfach nur eingesteckt ist. Gucken wir uns auch hier ein bisschen das Ganze im Detail an. Ne, unten, das ist vielleicht noch ganz interessant, so dass man das gut erkennen kann. Unten zur Aufgabe des Schüttgutes ist eine Förderschnecke integriert, die also von dieser breiten Tasche das Schüttgut in die Mitte zusammenführt und dann in den Vertikalförderer schubst, sodass es nach oben gegriffen werden kann. Man sieht jetzt hier, ist vielleicht ganz interessant, auch die Kette ist jetzt nicht richtig gespannt. Es ist so gemacht, dass es quasi hier unten drin in der Führung sich ein wenig bewegen kann. Das heißt, der Förderer hängt an der oberen Aufnahme an dem Bunker fest und ist unten frei, sodass das Eigengewicht dieser unteren Einheit hier, das Eigengewicht dieser Einheit hier, dann die Kette spannt. So, gehen wir wieder auf die Totale. Dann würde ich das Ganze jetzt mal zusammenbauen und euch mal hier auf dem Tisch ein bisschen in Aktion vorführen. Das heißt, wir hängen das hier oben so ein. Hier im unteren Bereich stützt sich's einfach ab. Und jetzt sieht man schon, wenn ich jetzt hier so ein bisschen ruckel, dann kann sich das Ganze wieder spannen. Ja, vielleicht auch ganz interessant. Ich verwende für den Vertikalförderer hier so ein Entspannungsmodul. Das gibt es auf Amazon, kostet um die 9 €. Das hat den Vorteil, dass es aus einem relativ
großen Eingangsspannungsbereich mir eine relativ fein einstellbare Ausgangsspannung liefert. Ich betreibe hier die Motoren, das sind eigentlich 12-Volt-Motoren, aber ich betreibe sie mit 24 Volt, weil ich mich beim Getriebe ein bisschen verschätzt habe. Und man kann in diesem Modul, das ist ganz geschickt, auch den maximalen Strom, den das Modul zur Verfügung stellt, begrenzen. Und auf die Weise sorge ich dafür, dass mir die Motoren, die vor allem bei der hohen Spannung von 24 Volt sehr kräftig sind, nicht die Kette zerreißen oder die Kunststoffteile beschädigen, weil ich ihnen so einfach das Drehmoment klauen kann. So, jetzt bauen wir das Ganze mal zusammen. Das heißt, wir nehmen hier, das ist eine alte Einheit, die ich langsam ersetzen möchte. Wir nehmen die hier für unten die Förderschnecke. Das will ich jetzt euch auch mal zeigen. Auch bei der Einheit kann ich hier über einen einfachen PWM-Regler die Drehzahl einstellen. Ja, machen wir hier mal wieder aus. Und hier ein 3S-Lithium-Akku kommt jetzt dann hier an. An die Einheit. Und ihr seht, jetzt läuft es gleich los. Das ist ein bisschen freischaffen. Und jetzt sehen wir hier, ich arbeite mit 20 Volt und es fließen so in lastlosem Zustand um die 250, 300 Milliampere. So, den lassen wir jetzt mal so laufen. Kamera ein bisschen ausrichten. Und jetzt schalten wir die Schnecke an und jetzt gehen wir mal ein bisschen Schüttgut dazu. Und dann könnt ihr sehen, hier die Schnecke, das Schüttgut zentral in den Bereich, wo der Vertikalverbleib reindrückt und dieser das dann hochfördert. Führen wir nochmal ein bisschen nach. Vielleicht kann ich das so machen, dass ihr dabei zusehen könnt. Oben reingucken. Das Ganze gut. Was man jetzt hier auf dem Tisch entstehenden Kraut sieht, ist, dass man eine gewisse Füllung des Bunkers braucht, damit das Ganze dicht wird. Weil das Material sehr starke Rieseleigenschaften hat. Was wir hier verwenden, kann ich vielleicht auch mal zeigen. Das ist ein Gummigranulat, mit dem eigentlich Boxsäcke gefüllt werden. Das hat halt den Vorteil, dass es den Kunststoff praktisch nicht verschleißt und auch nicht dazu neigt zu verklemmen. Also mit richtigem Dreck weiß ich nicht, ob das Ganze funktionieren würde. Ah, man hat jetzt gerade gesehen, den Klotz muss ich rausnehmen. Der verstopft mir die Anlage sonst. Man sieht. Schön, wie sich das Ganze fühlt. Hier vor uns den Rest haben.
Inzwischen rieselt hier unten nichts mehr nach. Und jetzt hat sich das Ganze quasi von sich aus gedichtet. Können wir mal von oben nochmal reingucken. Ja. Jetzt ist der Extremat nicht mehr sichtbar. So, dann machen wir erst die Förderschnecke und dann den Vertikalförderer mal wieder aus. Und jetzt möchte ich euch noch den Extromat zeigen. Das heißt, machen wir hier die Mulde wieder zu. Und dann stellen wir die hier so drunter. Ich stecke hier zu. Na, wo ist das Kabel vom Extromat? Hier liegt's. Und dann schmeißen wir jetzt mal den Extromaten an. Mal gucken, ob ich das so. Ja, so kriegt man das ganz gut aufs Bild. Und feuerfrei. Ihr seht jetzt, wie das Ganze rausfällt, und man sieht, dass der Schüttelstrom so immer ein bisschen im Kreis taumelt, einfach weil ja das nur ein Messer ist und damit das nur von einer Richtung ins zentrale Loch, in den zentralen Achsdurchbruch geführt wird. Gucken wir mal von oben rein. Ah, jetzt sehen wir schon, wie in der Mitte der zentrale Konus langsam frei wird. Wir können uns angucken, wie das Schüttgut dadurch durchgewalkt wird und sich so der Extromat entleert. Der Vorteil ist halt hier einfach, im Gegensatz zu einem Bunker, der irgendwo nach unten konisch zuläuft zu einer Öffnung, kann es hier keine Brückenbildung geben. Muss also nie dagegen klopfen, dass alles rauskommt. Dafür müssen die Motoren schon, also vor allen Dingen, wenn der Bunker voll ist, richtig, richtig ordentlich was leisten, um das Ganze hier zu drehen. Also da bin ich schon langfristig gespannt, auch wie meine gedruckte Verzahnung, wie die das aushält. Ja. Warten noch ein bisschen, bis man das Messer so ein bisschen anfängt zu sehen. Jetzt kann man es ja ganz gut erahnen, wo es ist. Ja, und auch hier, um das nochmal zu zeigen. Also es kommt eine ganz ordentliche Menge raus. Also man muss schon ein bisschen warten, wenn man den LKW befüllen will. Aber das ist ja durchaus durchaus in Ordnung, wenn es nicht ganz so schnell geht. So, jetzt passiert dann langsam nichts mehr Spannendes, schalte ich mal ab. So, bisschen zur Seite. Ja, das war's eigentlich schon, wollte euch einfach mal das System so im Ganzen zeigen. Was mir gut daran gefällt, ist, dass es jetzt eine Einheit ist, die ich lokal irgendwo auf den Parcours stellen kann und nicht viel Technik drumherum abstimmen muss. Langfristig haben wir durchaus vor, da mehrere Bunker aufzubauen. Und dann wird die spannende Frage sein, wie wir die Verteilung hier im oberen Bereich zwischen den einzelnen Bunkern machen. Weil ich möchte eigentlich nicht mehrere Vertikalförderer bauen müssen, weil die sind doch, könnt ihr euch vorstellen, von der Bauzeit her relativ aufwendig. Sondern ich überlege mir gerade, ob ich auf der oberen Ebene dann hier über eine Förderschnecke zwischen den verschiedenen Bunkern dann das Material verteilen kann. Wir werden schauen, was in Zukunft dabei rauskommt. Euch noch eine gute Zeit. Ciao.